Hallo ihr Lieben, wir waren im Juli 2024 ein paar Tage zu Gast auf dem sehr gepflegten Campingplatz Simonhof in Ramsau bei Berchtesgaden. Der Platz ist idyllisch gelegen und zumindest nachts angenehm ruhig. Er ist von April bis Oktober geöffnet und man wird sehr nett empfangen. Die Schranke zum Campingplatz öffnet zwischen 7 und 22 Uhr automatisch, wenn ihr mit dem Fahrzeug vorfahrt. Gleich hinter der Einfahrt seht ihr die ersten Stellplätze, die Rezeption und eine Parkfläche, zum Beispiel für An- und Abreisende. Gleich hinter der Schranke ist die zentrale und auch einzige Möglichkeit, den entstandenen Müll zu entsorgen. Dieser wird getrennt in Plastik, Papier, Restmüll und Glas. Daneben gibt es eine Gasflaschenstation. Außerdem führt dort ein kleiner Aufstieg zu einer etwas höher gelegenen Tischtennisplatte. Neben der Parkfläche findet ihr die Möglichkeit, eure Chemietoilette zu entleeren und die Wohnmobil-Fähr- und Entsorgungsstation für Frisch- und Grauwasser. Gleich nebenan kommt ein toller Abenteuerspielplatz für die kleinen Gäste. Die Auffahrt rechts neben dem Spielplatz führt zu weiteren Stellplätzen. Vorbei an der Rezeption kommt ihr zur Hundedusche, welche wir sehr hübsch fanden. Um die Ecke seht ihr dann den Trockenraum für nasse Kleidung und Schuhe. Im weiteren Verlauf gibt es dort eine Sitzecke und eine Spülecke. Um in das Gebäude zu kommen, benötigt ihr einen Transponder-Chip, den ihr bei der Anmeldung an der Rezeption bekommt. Links geht es dann in den Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit, welcher jedoch zur Mittagszeit geschlossen ist. Außerdem gibt es dort einen kleinen Shop, wo ihr eine kleine Auswahl an Lebensmitteln und Getränken sowie einen Kaffeeautomaten findet. Auch frische Brötchen könnt ihr euch dort nach Bestellung morgens abholen. Geht ihr im Flur rechts entlang, gelangt ihr zu den sehr modernen sanitären Anlagen im Gebäude. So gibt es dort Toiletten, und weiter hinten dann gelangt ihr vorbei an Waschbecken zu den Einzelduschkabinen, welche alle mit einer Glastür ausgestattet sind. Wieder draußen kommt ihr zu weiteren Sitzgelegenheiten und zu einem Kickertisch, wo große und kleine Gäste ihren Spaß hatten. Hinter der Rezeption seht ihr eine Zeltwiese, wo auch Stromanschlüsse vorhanden sind. An der Zeltwiese vorbei, den Weg hoch, kamen wir zu unserem Stellplatz. Die Plätze sind geschottert, recht eben und alle mit Strom, Frischwasser und Abwasseranschlüssen ausgestattet. Ebenso gibt es kostenfreies WLAN auf dem gesamten Platz. Nicht weit entfernt gibt es ein weiteres Sanitärgebäude. Dort könnt ihr spülen, eure Wäsche waschen und trocknen. Dafür benötigt ihr Münzen, die ihr an der Rezeption bekommt. Es gibt ein Babybad für die kleinsten Gäste. Und eine Entleerungsstelle für eure Chemietoilette. Und es gibt dort natürlich auch Toiletten. Waschbecken. Und Duschen ohne kleinen Vorraum, jedoch alle ebenfalls mit Glastüren. Diese Bereiche sind während der Reinigungszeit geschlossen. Am Sanitärgebäude vorbei kommt ihr zu weiteren Stellplätzen,
welche parzelliert sind. Auch gibt es dort einen kleinen Durchgang, der vom Platz runterführt, von wo aus ihr tolle Wanderungen oder Spaziergänge starten könnt. Vor dem Platz gibt es eine Bushaltestelle, von wo aus ihr weitere Ausflüge mit dem Wanderbus starten könnt. Die Fahrten sind dank der Gästekarte kostenlos. Nach unserer Hunderunde sind wir auf der anderen Seite des Campingplatzes wieder reingekommen. Dieser Weg ist keine öffentliche Zufahrt, sondern nur Fußgängern und Radfahrern, welche Gäste des Campingplatzes sind, vorbehalten. Die Stellplätze auf der Wiese dort sind ebenfalls recht eben, nicht parzelliert und verfügen ebenso über Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser. Gegenüber findet ihr ein kleines Toilettenhäuschen für Damen und Herren. Dem Weg wieder folgend auf den Hauptplatz kommt ihr vorbei an ein paar weiteren Stellplätzen für Urlauber und Dauercamper und der anfangs gezeigten Zeltwiese. Insgesamt gibt es ca. 160 Stellplätze auf dem gesamten Platz. Hinzu kommt die Wiese mit geschätzten 20 bis 30 Zeltplätzen. Bezahlt haben wir unseren Stellplatz 48,20 Euro pro Nacht. Darin enthalten waren der Stellplatz, zwei Erwachsene, Kurtaxe, Wasser, Abwasser, Dusche und der Hund. Hinzu kamen bei uns einmalige Kosten für die Reservierung in Höhe von 5 Euro und Stromkosten, welcher nach Verbrauch abgerechnet wird und zu der Zeit bei 80 Cent pro Kilowattstunde lag. Wir haben uns auf dem Platz sehr wohl gefühlt und können ihn sehr empfehlen. Schaut doch selbst mal vorbei. Und schaut auch gerne wieder vorbei, wenn es heißt, Katie stellt den Stellplatz vor. Bis dahin. Ciao, ciao.